Okay, jetzt möchte ich das, was wir gerade gerechnet haben, auch mal formal richtig aufschreiben. Definition. Also sei Omega gleich Omega 1 plus Omega n, eine endliche Länge. Dann haben wir uns mal das Kopf und Zahl, also zwei Elemente. Und Omega mit P. Dazugehörig Laplace. Also ich schreibe hier die Definition nur für Laplace-Räume auf. Man kann das für alle Räume machen, aber hier, weil es etwas einfach aufzuschreiben ist und für uns reicht das eigentlich auch, dann machen wir erstmal nur Laplace-Räume. Ja? Also jetzt habe ich ein Laplace-Räume, jetzt brauche ich noch eine Zufallsvariable und ein Glücksspiel, was wir bewerten wollen. Sei weiterhin x geht von Omega die reellen Zahlen. Eine Zufallsvariable mit Erwartungswert. Ja, wenn wir eine Zufallsvariable ausrechnen wollen, müssen wir erstmal sagen, was der Erwartungswert ist. Wenn wir den Abstand ausrechnen wollen, müssen wir herausfinden, was der langweiligst mögliche Spiel ist, mit dem wir das vergleichen wollen. Und das nehmen wir mal. Ja, also wir rechnen erst den Erwartungswert aus, sonst können wir die Standardabweichung ausrechnen. So, also wenn wir das alles haben, dann wollen wir jetzt den mittleren quadratischen Abstand ausrechnen. Also dann heißt okay, also wie rechnen wir den mittleren quadratischen Abstand aus? Wir nehmen erstmal x von dem ersten Element, Omega 1. Minus unser μ. Ja, das ist, und dann zum Quadrat. Plus und so weiter, plus das letzte von denen, Omega n, wieder minus das langweiligste, μ, und das zum Quadrat. Dies war unser quadratischer Abstand. Jetzt wollen wir aber den mittleren quadratischen Abstand haben, also teile ich das Ganze noch durch n. Ja, und dieses hier hat, kann man auch im Zeichen, das nennt man auch manchmal v von x. Dann heißt dies die Varianz oder der mittlere quadratische Abstand. So, und jetzt haben wir aber noch nicht die Standardabweichung. Die Standardabweichung schreibe ich jetzt als letztes hin. Das ist einfach die Wurzel aus der Varianz. Also die Standardabweichung von x ist nichts anderes als ich nehme die Varianz, also den mittleren quadratischen Abstand, dieser ganze Kram hier, und nehme daraus noch die Wurzel. Ja. Standardabweichung. Ja, die Wurzel aus mittlerem quadratischen Abstand oder die Wurzel aus der Varianz. Okay, so berechnet man die Standardabweichung und im nächsten Video gibt es dann nochmal ein Beispiel.